Wir sind in Memm angekommen. Hier beginnt der Göta-Kanal. Wir haben vor der ersten Schleuse festgemacht und da vorne ist sie schon. Und jetzt wird das Schiff bereit gemacht. Die ganzen Fender werden rausgeholt, die Leinen werden zurechtgelegt und so weiter. Und wir sind ein bisschen nervös. Nach der Einweisung hat das erste Schleusen gut geklappt. Wir waren aber leider viel zu aufgeregt, um es zu filmen. Den ersten Hafen mit einem Wandererheim. Und da haben wir erstmal Kaffee getrunken und Kuchen gegessen oder Eis. Nur ein Schiff liegt hier noch im Hafen in Memm. Direkt hier vor dem Wandererheim. Das große Schiff, das nach uns geschleust wird, ist die Lindön. Und da kommen auch schon alle anderen, die uns auf der Herfahrt begleitet haben, an. In dem kleinen Container unterhalb der Schleuse konnten wir das Ticket kaufen und haben die Informationen zum Schleusen bekommen. Wir erhalten Chipkarten, mit denen wir alle Häfen kostenlos benutzen können. Vor der Schleuse wird der Helfer mit den Vorleinen in der Hand an Land gesetzt. Die Heckleine wird am Ring direkt über dem Heck belegt und festgezogen. Sie wird während des Schleusenvorgangs nicht mehr verändert. Die Vorleine wird erheblich weiter vorn am Ring befestigt und läuft über eine Umlenkrolle am Bug zur Winch. Mit der Winch lässt sich recht einfach das Abdriften des Bootes verhindern. Alle Boote wandern deshalb beim Schleusenvorgang immer weiter nach vorne. Hier noch einmal Heckleine am Ring über dem Heck belegen und festziehen. Die Vorleine erheblich weiter vorne über die Bugrolle zur Winch. Alle Boote wandern somit beim Schleusengang weiter nach vorne. Ist die Schleusenkammer vollgelaufen, kann der Helfer bequem die Leinen lösen und an Bord gehen. Der Göta-Kanal hat eine Länge von 190,5 Kilometer und verbindet Memm in der Ostsee mit Syltorp im Vänern. Der Kanal führt durch die Seen Asplangen, Roxen, Boren, Wettern und Wieken. Die reine Kanalstrecke ist 87,3 Kilometer lang und wurde von 58.000 schwedischen Soldaten von 1810 bis 1832 ohne Maschinen von Hand gegraben. Zusammen mit dem Trollhättenkanal und dem Göta-Elf bildet der Göta-Kanal eine 390 Kilometer lange Wasserstraße quer durch Schweden, die einen Höhenunterschied von 91,5 Meter überwindet. Der Kanal passiert 58 Schleusen und 50 Brücken. Im Kanal befinden sich 20 Häfen. Die zweite Schleuse. Wir haben erfolgreich festgemacht in der Schleuse. Jetzt kommt das Wasser. Und Viktor muss das Ganze jetzt stabil halten.
Alles gut. Und Schleuse ist gleich voll. Die Schleusenkammer. Die zweite Schleuse haben wir erfolgreich gemeistert. Die erste konnten wir natürlich nicht filmen, da waren wir völlig im Stress. Jo, da vorne kommt eine schöne Felsenwand an der rechten Seite. Vor uns fahren wieder Leni und Wim. Schön hier. Die nächste Schleuse. Das Schleusentor geht zu. Die Boote sind vertaut. Jetzt harren wir der Dinge. Die Schleuse wird geöffnet. Jetzt kommen die Boote ein bisschen in Wallung. Kaum haben wir in Süderzypern festgemacht, fährt hinter uns die Wilhelm Tamm in die Schleuse ein. Die Wilhelm Tamm ist neben der Diana und der Juno das zweitälteste Schiff der Güterkanalflotte. Sie wurde 1912 gebaut und kann bis zu 60 Personen in 30 Kabinen zwischen Göteborg und Stockholm befördern. Gerade hatten wir 6 Schleusen hintereinander, haben dafür 3 Stunden gebraucht oder so. Jetzt kommt eine Brücke. Die Brücke geht auf. Das war nett. Wir fahren durch. Oben rauscht die E4 vorbei, von Helsingborg nach Stockholm. Sind wir mit dem Auto, glaube ich, auch schon gefahren. So, das ist also das Mittsommernachtsgrillen. In
Norsholm wird groß gefeiert. Großes Zirkuszelt. Das haben wir extra angemietet. Uli, der Grillmeister, bereitet den Lachs vor. Wo ist er? Auf dem Spirituskocher. Das Missionsschiff, das uns hier heute mit einem Gottesdienst beglückt hat, fährt wieder ab. Halleluja, Sogi! Ausgepackt. Oh Gott, nee. Die noch mal drauf haben. Stunden später hörst du meine Lache noch. Das stimmt. Endlich mal wieder segeln. Wir segeln heute über den Roxen. Der erste große See, der den Göta-Kanal unterbricht. Wir segeln jetzt rüber nach Berg zur Schleusentreppe. Und dann überlegen wir, ob wir heute schon uns hocharbeiten oder ob wir noch eine Nacht unten verbringen. Der Roxen ist erstmal noch ganz schmal mit vielen kleinen Inseln drin, dann breiter wird. Es ist ein gemütliches Segeln heute. Auf die Schleusentreppe von Berg zu, aber man sieht sie noch gar nicht. Ein Denkmal mitten im Wasser. Oh, die Schleusentreppe von Berg, von hier unten, kann man sie ein bisschen erahnen. Wir sind gespannt. Mit dem Bus fahren wir alle zusammen nach Linköping in das schöne Freilichtmuseum. Das Vreta-Kloster ist von Berg bequem zu Fuß zu erreichen. Die Schleusentreppe von Berg und die nächsten vier Schleusen haben wir bewältigt. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. Jetzt fahren wir oberhalb von Jungsbro und da unten sieht man den Roxen. Über den Roxen sind wir ja gekommen. Den können wir jetzt von oben betrachten. Wir fahren jetzt über ein Aquädukt. Das heißt, der Göta-Kanal geht über der Straße drüber weg. Der Hafen von Jungby
Jungbro, weiß ich jetzt nicht genau. Den lassen wir aber aus. Da liegt doch im Moment überhaupt kein einziges Boot. Aber hier ist auch nichts los. Kleines nettes Hafencafé. Aber das lassen wir aus. Jetzt kommt noch eine Brücke. Und dann haben wir erstmal ein bisschen Pause. Badespaß im Güterkanal. Auch Leute, die machen den Güterkanal zu Fuß. Jetzt fahren wir die ganze Zeit neben einem See her. Wieder eine Brücke. Da wir im Moment ganz alleine vor uns hin tuckern, ist es immer ganz spannend, ob die uns bemerken und uns die Brücke aufmachen oder ob wir warten müssen. Wir haben Glück, die Brücke geht auf. Ceres ist heute nach uns aus Berg abgefahren und kommt jetzt schon wieder zurück. In der Schleuse, die muss man noch per Hand bedienen. Das Schleusentor ist schon zu. Und da ist das berühmte Goethe-Hotel. Ein bisschen nach hier ran. Da vorne wird gearbeitet. Ja. Die Spatzen fressen uns hier aus der Hand. Also Viktor natürlich nur. Los, gut, aus. Eine ganze Spatzengroßfamilie haben wir hier zu Besuch. Die fressen sich alle durch bei uns. Heute fahren wir über den Bohren nach Muttala. Wir haben eigentlich gehofft, dass wir ein bisschen segeln können, aber es ist totaler Ententeich. Keine Regung am Himmel, nur Fahrtwind. Der Himmel ist bedeckt, aber wir haben heute auch schon Sonne gesehen und es soll auch noch sonnig werden. Hinter uns her tuckern die Prickelpit und die Snoopy, die uns ja schon lange begleiten. Gestern Abend haben wir ein bisschen gebechert. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen groggy heute. Auch der Skipper sagt noch nicht viel. Ich muss ja unter Motor fahren. Und kein Wind. Nur ein bisschen Fahrtwind. Wir sind am Ende des Bohrenssees und fahren zur Schleusentreppe von Bohrenshult. Eine der steilsten Schleusentreppen. Da sind sie also, die Schleusentreppen. Das ist hier Bohrenshult. Birgit macht sich bereit. Schleusen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal anlegen und gucken, ob wir dran sind. Wir fahren jetzt auf die Schleusentreppe von Bohrenshult zu. Die steilste Schleusentreppe.
und auch die letzte, soweit ich weiß, die wir vor uns haben. Dahinter kommt Motala, die Stadt Motala, und dann sind wir schon am Wettern. Vor dieser Schleusentreppe müssen wir zum ersten Mal warten. Zunächst müssen die Schleusenvorgänge von oben nach unten beendet werden. Außerdem kommen unten immer mehr Boote an. Ein Schleusenmitarbeiter stellt Viererpäckchen zusammen. Aber dann können auch wir uns langsam hinaufarbeiten. Die zweite Schleusentreppe haben wir hinter uns. Jetzt geht es Richtung Motala. Diese Schwimmbrücke. Denkmal. Wofür ein Denkmal? Viktor? Platens Grab. Hat was mit Bau des Kanals. Jetzt gleich unter einer schönen neuen Brücke durch. Die ist, glaube ich, noch gar nicht ganz fertig. Mal gucken, ob wir drunter durchpassen. Aber sollte klappen. Mann, das schaukelt aber. Wir haben den Wettern überstanden, der uns mit ziemlich fiesen, kabbeligen, hohen Wellen überrascht hat. Und jetzt fahren wir in den Karlsburger Hafen ein. Da vorne ist eine Brücke. Die geht hoffentlich gleich auf. Und dann sind wir im Hafen. Zurück auf Karlsburg. Das war nicht so spannend. Wir haben uns die Karlsburg angeguckt, aber da war nichts mehr los. Früher war es eine Garnisonsstadt, kann man sagen. Eine Festung mit Soldaten und so, da konnte man rein. Jetzt kann man immer noch rein, aber es gibt keine Soldaten mehr. Der Blick nach vorne ist schöner.
Viktor hat gerade erzählt, da oben hat er schon gestanden und den Ausblick genossen, als er mal irgendwann überlegt hatte, hier ein Häuschen zu kaufen, ein Ferienhaus. Jetzt geht es über den Bottensjön nach Forsvik. Schön hier. Zu sehen. Da ist heute 200 Jahre Feier Götterkanal. Überall nette kleine Scheren. Da hinten ist irgendwo die Schleuse. Eben war sie schon mal kurz zu sehen. Da müssen wir jetzt hin. Aber vor der Schleuse wollen wir festmachen und uns ein bisschen ins Getümmel stürzen. Ah, da ist ein Platz. Wir machen unten vor der Schleuse fest. Dort gibt es Strom. Oben ist doch mehr Gedränge. Hier in Forsvik ist die älteste Schleuse des Götterkanals. Die Schleusenwände sind felsig und schroff. Hier musst du gut abfändern. Vom Forsvik Café, das am Ufer direkt hinter der Schleuse liegt, kann man das Schleusen in aller Ruhe beobachten. Ein spannendes Projekt in Forsvik ist der Nachbau der Erik Nordewall. Das Original ruht auf dem Grund des Wetternsees. Der Raddampfer war eines der ersten maschinengetriebenen Schiffe Schwedens. Vor 1810 började kanalarbetena här i Forsvik och 1813 står slussen och bron färdiga. Detta 200-åriga jubileum firar vi i år med jubileumssommar. Ja, mor har väl inte varit orolig? Ja. Men det kunde ju vara bra att veta att det var jag som skulle göra alla Forsviks Bruk ist mit rund 600 Jahren Schwedens ältester Industriestandort. Wir haben die Forsviker Schleuse hinter uns gelassen. Der Höhepunkt des Götterkanals. Das war die letzte Aufwärtsschleuse. Hier sind doch überall Schilder, steht drauf, der Höhepunkt des Götterkanals, Forsvik. Jetzt fahren wir am Forsvik Café vorbei. Da
haben wir gestern gesessen und schön Kaffee getrunken. Und darauf hatten wir uns schon lange gefreut. Wunderbarerweise hatten wir auch richtig schönes Wetter hier. Fahren wir über den Wieken und wenn man hier um die Kurve fährt, dann muss man vorher tröten. Das war die kleine Tröte, die wir gestern noch schnell gekauft haben in Forsvik für diese Zwecke. Hier wurde der Kanal so richtig in die Felsen reingesprengt. Er ist ganz schön schmal, wenn es halt um die Kurve geht. Und es kommt so ein Passagierdampfer entgegen, dann kann das ganz schön eng werden, zu eng. Deshalb muss man vorher tuten. Anker geworfen und schön Kaffee getrunken, Motor ausgemacht und die Ruhe genossen. Jetzt kommen aber doch ein paar Segelboote vorbei. Ein Blick zurück auf die Schleuse von Tatorp. Hier muss man noch selbst mit Hand anlegen. Victor hat geholfen, leider hatte ich gerade keine Kamera zur Hand. Und hier geht es ganz romantisch weiter. Vor Wasbacken laufen wir noch mal die Insel Landhöyden an. Es ist irgendwie ein Naturschauspiel hier. Hier haben sie eine Schutzhütte mit einem Grillplatz davor und ein Trockenklo. Birgit pflegt neue Schiffsblumen. Das ist der Obelisk auf Landhöyden und da hinten haben wir unser Boot festgemacht an der Insel. Eine wunderschöne Blumenwiese hier auf der Insel, alles voll. Da liegt die Fellow gleich hinter der Abzweigung, rechts geht es im Kanal gleich weiter. Wir kommen nach Töreboda. Töreboda, der 2. Juli. Da vor uns geht immer so eine kleine Fußgänger- und Fahrradfähre über den Götterkanal. Mal gucken, ob wir sie noch mal erwischen. Ja, im Moment hat sie gerade angelegt. Ein Meter, 1,5. Es ist der 3. Juli. Wir gehen auf das Ende des Güterkanals zu. So langsam.
Wir haben festgemacht in Hagestorf vor der ersten richtigen Abwärtsschleuse. An uns vorbei fährt die Juno. Die Juno wurde 1874 in Motala gebaut. Sie ist das älteste registrierte Schiff der Welt mit Übernachtungsmöglichkeiten. Das Boot bietet heute auf 3 Decks 29 Kabinen. In der oberen Schleusenkammer wird der Schleusenvorhang gebrochen und die Passagiere können aussteigen. In der unteren Schleusenkammer können die Passagiere dann wieder einsteigen. Vierte und wir sind noch 15 Kilometer im Goethe-Kanal in Norquam. Das ist der Goethe-Kanal für Kinder zum Spielen. Außerdem kann man hier auch in einem Baumhaus schlafen. Morgen geht es nach Lürestadt und dann nach Sjötorp und da ist der Goethe-Kanal zu Ende. Da kommt der Hafen von Lürestadt. Ein niedliches Café davor. Geht gleich die Brücke auf und dann sind wir im Hafen. Aber wir werden dran vorbeiziehen. Sjötorp, unsere letzte Station im Goethe-Kanal. Da vorne kommen die Schweden, die gestern und heute mit uns gefahren sind. Jo, jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Dann überlegen wir, ob wir hier bleiben oder in den zweiten Sjötorper Hafen gehen. Das ist die letzte Schleuse, Ein- oder Ausfahrt in den Goethe-Kanal. Und da hinten ist er schon zu sehen, der große Vänern.